Da ist er wieder, euer HP-Orgelspieler. Viren sollte und kann man Gott sei Dank loswerden, Noten aber nicht. Und das ist gut so. Ich bin also wieder genesen und spiele euch heute eine Musik mit überschwänglich vielen Noten, quasi einen Notenfluss. Der Fluss hat einen Namen, die Moldau. Eine sehr bekannte sogenannte symphonische Dichtung des tschechischen Komponisten Friedrich Smetana. Hier in einer beeindruckenden Fassung für die Orgel. Mit dynamischen, musikalischen und klanglichen Mitteln wird der Weg des berühmten tschechischen Stroms da nachgezeichnet. Ganz ruhig von der Quelle, ganz dramatisch über Stromschnellen bis hin zu einem herüberklingenden ländlichen Hochzeitsfest. Ich wünsche euch also wieder viel Vergnügen beim Zuhören mit diesem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.